Da ist ja die Schlafmütze. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo bin ich denn hier? Na, wir sind auf dem Meer natürlich. Ich habe jetzt die Nachtwache übernommen. Wir sind ja noch auf hoher See sind auf wir. Auf hoher See. Ach, guck mal, wer auch da ist. Hey Kinder, wie geht's euch? Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Ich würde sagen, soll ich direkt mal zum Anfang beten? Klingt sehr gut. Und danach solltest du auf jeden Fall die Tine wecken. Die schläft auch schon so lange. Ja, ich glaube, die schläft heute ein bisschen länger. Die hat ja letztens auch noch bis gestern Abend Wache geschoben. Ja, das stimmt. So, ich bete nochmal, Kinder. Danke, Vater, dass wir heute wieder Sonntag haben, dass wir wieder City Light Gottesdienst haben dürfen und jetzt auch wieder mitten uns auf hoher See befinden. Und ich bitte dich darum, dass du uns bewahrst und immer bei uns bist. Amen. Amen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt gleich den Lagebericht, was ich heute Nacht so gesehen habe. Und du kannst ja nochmal die Tine wecken. Ja. Das sollte sie nämlich auch unbedingt hören. So machen wir das. Tine, wachst du auf? Es ist morgen. Was? Schon so? Ja, es ist schon morgen. Guten Morgen, morgen. Schlafmütze. Guten Morgen. Schwankt es bei euch auch so? Irgendwie das Boot hat die ganze Nacht so hin und her geschwankt. Ja. Also ich habe da ja kein Problem mit, weil auf Bäumen ist es auch immer sehr wackelig. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die See etwas rauer geworden ist. Ich wollte noch fragen, wo ist denn eigentlich die Belin? Die ist, glaube ich, unten in der Kombüse. Ich glaube, die macht Frühstück. Die macht Frühstück. Oh, schön. Da freue ich mich schon drauf. Aber Tine, ja. Marcel, ja. Guckt mal da hinten. Seht ihr das? Meinst du das Dunkle da? Das sieht ziemlich dunkel aus da hinten. Was ist das? Das ist noch ganz klein. Ich glaube, da kommt ein Sturm auf uns zu. Oh wei, meinst du wirklich? Mhm. Ja. Na, das ist doch noch so weit weg, ich glaube nicht. Aber ich habe mal gehört, dass das auf dem See noch viel schneller geht. Als oh, auf das dem ist Land. Auch schon viel, viel näher dran gekommen. Seht ihr das? Ich habe Angst vor Donner. Ich mag das gar nicht. Das nee, Schiff wackelt auch nicht. Schon mehr. Was machen wir denn jetzt? Oh, das fängt an zu regnen. Oh wei, Leute, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir müssen uns gut festhalten. Es wackelt ganz schön hin und her. Oh, oh. Oh, es wird immer stürmischer. Okay, Captain, was denkst du, was machen wir jetzt? Captain. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in einem Sturm. Aber du bist unser Captain. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Naja, dann würde ich sagen, halten wir uns weiter fest und hoffen das Beste. Irgendwann muss der ja wieder aufhören, oder? Tine, wo sind wir hier? Das Schiff ist komplett auseinandergebrochen. Es ist alles weg. Gesunken. Wir sind jetzt hier auf diesen einzigen Balken, die uns geblieben sind. Django! Ich bin hier hinten. Ich komme. Ich komme hinter euch her. Und es regnet in Strömen. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben hier ja noch nicht mal mehr Essen. Boah, das ist ja mal ein Abenteuer hier. Oh nein, wie sind wir da nur reingeraten? Guck mal da hinten, ich glaube, ich sehe etwas. Oh ja. Ist das eine Insel? Da, Tine, siehst du das? Ja, ich sehe es. Wir sollten wirklich ganz schnell dahin paddeln. Dann vielleicht super. Sind da andere Menschen, vielleicht essen. Bestimmt gibt es dort Essen. Los. Und Sicherheit. Django, kommst du mit? Ich bin hinter euch, ich komme euch hinterher. Okay, super. Puh. So, Kinder, wir machen uns auf den Weg zur Insel. Wir halten euch auf dem Laufenden und wir sehen uns später. Viel Spaß euch bei den Liedern und bei der Geschichte. Ciao. Tschüss. Immer bist du treu, immer und immer bist du bei mir. Jeden Tag.
Gott, der mich versteht. Wenn's mir gut geht, wenn's mir schlecht geht, bist du der, der zu mir steht. Du bist groß, du bist mächtig, du bist immer bei mir. Hey Vater, ich will dir danken, denn ich bin sicher bei dir. Ich bring ihn um. Immer wieder hörte Jakob diese Worte in seinem Kopf. Sein Bruder Esau hatte ihm diese Worte zugeschrien, bevor er fluchtartig das Haus und die Familie verlassen musste. Was war passiert? Jakob und Esau, das waren doch Brüder. Warum würde Esau Jakob töten wollen? Nun ja, dazu müsst ihr wissen, dass Jakob daran nicht ganz unschuldig war, dass Esau so wütend war. Jakob hatte nämlich den Segen seines Vaters von Esau gestohlen. Und dazu hat er einen ganz hinterhältigen Trick angewendet, sodass er am Ende den Segen vom Vater bekam und nicht Esau, der eigentlich der Erstgeborene war, sprich zuerst geboren war und damit eigentlich, wie es damals üblich war, den ganzen Segen vom Vater hätte bekommen sollen.
Jakob hatte ein schlechtes Gewissen. Aber er musste jetzt nicht lange überlegen und das Haus verlassen, auf der Flucht nach Haran. Haran, das war eine Stadt, wo seine Mutter herkam. Und die hat ihm noch gesagt, schnell, schnell, nimm was du tragen kannst und geh schnell nach Haran. In Haran wird dich Esau bestimmt nicht so schnell finden. Und das machte er dann auch. Er packte das mit, was er tragen kann, zu trinken vielleicht noch ein bisschen und machte sich auf den Weg. Ab nach Haran. Und zwischendrin, ja, ihr könnt euch vorstellen, so eine Reise war nicht wie jetzt, dass man vielleicht mit der Zug fährt, wie ihr in Urlaub fährt, vielleicht mit der Bahn, mit dem Flugzeug, vielleicht auch im Auto. Nee, das ging damals noch nicht. Und so reiste Jakob zu Fuß durch ganz staubtrockene Gegenden und es gab wenig Leute, die seines Weges ihm kreuzten. Also er sah vielleicht einmal pro Tag oder zwei oder dreimal sah er immer wieder einen Wanderer, der ihm entgegenkam, aber er war schon ein bisschen einsam, glaube ich. Und Jakob dachte nach, wieso habe ich das gemacht? Kann Gott mich überhaupt noch lieben so? Ich habe so einen hinterhältigen Trick angewendet, um den Segen zu bekommen, dass ich mich schon sehr, sehr schlecht fühle. Und diese Gedanken kreisten in seinem Kopf. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht kennt. Wenn ihr euch ein bisschen schlecht fühlt, dass ihr merkt, oh, kann Gott mich überhaupt noch lieben? Aber dazu müsst ihr wissen, natürlich, Gott mag keine Sünde. Er hasst Sünde sogar. Er will nicht, dass wir uns schlecht benehmen. Er will nicht, dass wir falsche Dinge tun. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott uns immer und zu jeder Zeit liebt. Und das ist etwas, was Jakob auch in dieser Geschichte lernen durfte. Und zwar geht die noch weiter. Es wurde somit abends, er guckte in den Himmel und sagte, oh, jetzt wird es langsam dunkel und ich muss ja irgendwo schlafen. Wo kann ich denn schlafen? Vorher habe ich immer bei meinen Eltern geschlafen und in dem Haus übernachtet und hatte immer ein Dach über dem Kopf. Und jetzt, wo werde ich jetzt schlafen? Naja, ich glaube, ich lege mich hier einfach irgendwo an den Wegesrand. Und was nehme ich mir als Kissen? Ich glaube, ich nehme mir einfach diesen Stein, der da lag. Und so schnappte er sich wirklich den Stein, legte sich hin und schlief langsam ein. Und auf einmal träumte Jakob etwas ganz Besonderes. Und zwar war es so, dass vor allem früher Gott noch viel öfter durch Träume sprach. Jetzt haben wir ja Gottes Wort, die Bibel, wo wir immer wieder lesen können, was Gott von uns möchte. Aber damals konnte er nicht einfach nachschauen. Und so erschien Gott ihm in einem Traum. Und es war so, er träumte, dass er eine große Leiter sah, die bis zum Himmel ging. Und diese Leiter, da waren Engel, die rauf und runter gingen und rauf und runter. Und er sah das und die sahen so leuchtend hell aus. Und ganz oben stand Gott, der ihm sagte, ich, Jakob, werde dich segnen und dich zu einem großen Volk machen, sodass du das nicht zählen kannst. Das Volk bzw. deine Nachkommen werden größer sein und vielzähliger als der Sand am Meer. Und als er das alles sah und am Ende sich sah, wie er unten als ja irgendwo auch sündiger Mensch, der gerade einen Riesenfehler gemacht hatte, dachte er, wow, das ist groß, dass Gott mich immer noch liebt und mich immer noch segnen will. Wow, er konnte das gar nicht glauben, was da geschah. Und er wachte auf und manchmal wacht man ja auf und denkt sich so, boah, das war ein schöner Traum. Oder man kann sich erinnern, was man geträumt hat. Das ist dann auch immer ein schönes Gefühl, ne? Aber dieses Mal war es anders für Jakob. Er wachte auf und er war sich ganz sicher, dass Gott zu ihm gesprochen hatte. Und dieses Gefühl war für ihn sehr besonders, dass er wusste, Gott hat mich ausgewählt und will mich segnen. Das war
das, was ihn auf einmal sehr glücklich gemacht hatte, wo er wusste, ich bin hier nicht alleine auf dieser einsamen Reise nach Haran, sondern Gott wird mit mir sein. Und Gott wird mir Nachkommen schenken und mich beschützen. Das zu wissen, das war für ihn was richtig, richtig Schönes. Und ich glaube, was wir uns hieraus lernen dürfen, ist, dass Gott immer auch bei uns ist. Genau wie er bei Jakob war, ist er auch jeden Tag bei uns und sagt, ich pass auf dich auf und ich will dich segnen. Ich will bei dir sein und ich will nur das Beste für dich. Diese Sachen, die können wir glauben, weil Gott jeden Menschen auf dieser Erde liebt. Er will, dass wir ihm vertrauen und dass da, wo er uns hingestellt hat, diesen Weg mit ihm gehen. Und ich glaube, das wird auch schön, oder? Wenn wir uns das für diese Woche mitnehmen, dass wir daran glauben, dass Gott immer bei uns ist. Okay? Also noch einen schönen Sonntag euch und bis dann. So, das Schiff ist gekentert, das Schiff ist kaputt und jetzt wird man denken, heute kein Bibelvers, aber gerade jetzt in so einem Moment ist das richtig gut, sich den Bibelvers auch nochmal in Erinnerung zu rufen. Und ich bin hier auf meinem Boot und es ist ein bisschen wackelig. Und wir haben ja schon gehört, dass Piraten, manchmal haben die ein Holzbein, manchmal haben die einen Arm, der fehlt. Und wir werden jetzt wieder die Bewegung vom ersten Tag machen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran, sonst gehen wir die gleich nochmal zusammen durch. Und dann werden wir noch ein paar Schwierigkeiten mit einbauen. Zum Beispiel, dass wir auf einem Bein stehen oder auf dem anderen. Oder dass uns ein Arm fehlt und wir dann die Bewegung nach oben nicht machen können. Und genau, dadurch wird es alles ein bisschen schwieriger. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr das richtig gut hinkriegen werdet. Okay, seid ihr bereit? Ich wiederhole nur noch mal, wie nur die Bewegungen waren, damit wir uns das wieder in Erinnerung rufen. Und dann geht es richtig los. Also wir fangen an mit Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Psalm 25, Vers 4. Und jetzt machen wir das alles mal auf einem Bein. Ich hoffe, ihr könnt das, sonst könnt ihr euch bestimmt irgendwo festhalten. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Oh, es ist wackelig. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Psalm 25, Vers 4. Manchmal hat man ja ein Bein, auf dem man besonders gut stehen kann und das andere klappt nicht so gut. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal auf dem anderen Bein. Also bei mir jetzt auf dem rechten. Oh, das ist schon wackeliger hier auf dem Meer. Und wieder geht's los. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Psalm 25, Vers 4. Das hat geklappt. So, und jetzt machen wir mal, dass wir den Arm oder die Arme hinter den Rücken machen und gucken mal, ob wir überhaupt noch die Bewegung irgendwie machen können. Also seid ihr bereit? Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Psalm 25, Vers 4. Das war jetzt einfach, ne? Weil man jetzt gar nichts mehr machen musste. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Und vielleicht fallen euch noch ein paar andere Sachen ein. Und dann können wir diesen Vers heute noch ganz fleißig lernen. Und vielleicht könnt ihr ihn auch schon auswendig, dass ihr ihn schon anderen vorsagen könnt. Also ich bin gespannt, wie gut ihr das schon drauf habt. Bis dann! Hey Kids, wir sind Julia und Emily. Und heute basteln wir mit euch solche Augenklappen. So, als erstes braucht ihr etwas Pappe. Dann, wenn ihr mit dem Loch arbeitet, braucht ihr ein Band. Und wenn ihr mit dem Tacker arbeitet, ein etwas dickeres Band. So, dann haben wir hier noch Buntstifte, damit ihr was draufmalen könnt. Und das war es eigentlich auch schon. Ah nein, die Scheren. Und ihr braucht Scheren. Das war's dann. So, als erstes nehmt ihr das Blatt Papier und zeichnet ein Oval. Einen halben Oval. So,
Das sieht dann etwa so aus. Den könnt ihr auch direkt ausschneiden. So, ich habe das jetzt auch einmal und jetzt schneidet ihr das auch aus. Als nächstes nehmt ihr das Band und nehmt Maße von eurem Kopf. Macht es etwas länger, damit ihr Platz habt, um es festzutackern. Hier nehmt ihr jetzt euren Locher und locht auf beiden Seiten ein kleines Loch rein. Das Band legt ihr auf die Rückseite eurer Klappe und tackert es fest. So. Hier könnt ihr schon mal was draufmalen, egal was. Jetzt könnt ihr auch etwas auf eure Klappe draufmalen. Ihr nehmt jetzt auch mal das Band und messt einmal um euren Kopf drum. Lasst auch noch ein bisschen Platz, damit ihr gleich einen Knoten machen könnt. So, jetzt nehmt ihr das Band und macht es einmal durch das Loch durch und knotet es dann fest. Ihr könnt auch gerne die Enden abschneiden, dann stören sie nicht. Dann ist eure Augenklappe auch schon fertig. So. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss. Okay, Kids. Also, ich glaube, wir können lernen, dass egal wo wir sind, ob wir mitten auf dem Meer sind oder wie Jakob mitten im Nirgendwo und Gott untreu geworden sind und vielleicht denken, Gott ist sauer auf uns, wir können lernen, dass Gott nicht sauer auf uns ist, sondern er uns immer liebt und er immer bei uns ist. Okay? Dann würde ich sagen, auf zur Insel. Nächstes Mal sehen wir uns wieder und bis dann. Ciao.